Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe hier wieder mal was Schönes, unter anderem mit Papier, für euch mitgebracht. Ja, ist noch ein bisschen früh im Jahr, nur ich wollte einfach mal ausprobieren, wie funktioniert das mit so einem schicken Junk Journal Adventskalender. Ja, den findet ihr später auch in meinem Etsy-Shop, falls er dann noch da ist. Und inspiriert zu diesem Adventskalender wurde ich von der wunderbaren Miss Daisy. Die hat einfach ein schönes Tutorial dazu gemacht. Da könnt ihr euch dann angucken, wie das Ganze funktioniert. Also wirklich Schritt für Schritt Anleitung. Und ich zeige euch jetzt einfach in einem Flip-Through, was habe ich denn aus dieser Idee gemacht. Ja, den Kanal von Miss Daisy werde ich euch natürlich verlinken. Ganz klarer Fall. Und dann könnt ihr da super gerne stöbern. So, was habe ich gemacht? Ein großes, schönes Buchcover genommen. Also es ist quasi ein sehr altered Book. Und habe dieses Buchcover dann umgebaut in einen Adventskalender. So, das Ding, das muss auf jeden Fall schön breit sein, mindestens 4 cm, damit diese Idee funktioniert. So, ich habe hier ein Juteband aufgenäht, aufgeklebt, in das ich so kleine Ösen reingemacht habe. Diese kleinen Ösen habe ich bei Funkekram gefunden. Das sind Biegeringe. Und an diese Biegeringe kann man alles Mögliche dran binden. So, ich habe zum Beispiel hier kleine Tags dran gebunden. Die sind auf der Rückseite leer. Das heißt, jemand, der das kauft, kann auf der Rückseite noch kleine Sprüche, Wünsche, Inspirationen mit draufpacken. Die habe ich hier außen und auch innen im Buchcover. So, hier oben habe ich eine Schleife mit eingewebt. Und generell kann das derjenige, der das übernimmt, noch ein bisschen schöner weiter basteln, wie er das gern hätte. So zum Beispiel auch eine Schleife austauschen. Das ist möglich. Hier habe ich einen Cardstock genommen und mit Servietten-Technik, also Decoupage, bearbeitet. Mir war das zu bunt, zu knallig und dementsprechend habe ich hier einfach noch einen ganz feinen Hauch Gesso draufgepackt. An dem Rand findet ihr wie immer oder wie sehr, sehr oft bei mir das Wax, das Gilding Wax. Da habe ich hier ein bisschen Bronze-Gilding Wax, bevor ich es aufgeklebt habe, natürlich aufgebracht. Ja, ganz Stoff aufgebracht und Co. aufs Buchcover. Da kann ich absolut diesen Junk Journal Kleber empfehlen, weil also der ist von Funkekram und da hat die liebe Jutta auch schon diverse Videos oder In-Videos darauf verwiesen. Der klebt einfach super. Der klebt es wirklich glatt und fein. Man muss es ordentlich einstreichen. Und danach den Stoff ein bisschen gerade ziehen. Tipptopp, läuft. So, kommen wir mal wieder zurück zu dem Adventskalender hier. Wir haben diese wunderschöne Schleife und die ist hier hinten in Ösen quasi angebunden. Ich habe immer geguckt, dass hier überall so ein kleines Stückchen von den Schnipseln, von den Schleifen rausstehen. Wollen wir den mal aufmachen. Man sollte auch an der richtigen Seite ziehen, dann funktioniert das auch, habe ich gehört. So. Und jetzt ist es später beim Basteln wichtig und auch für den neuen Besitzer wichtig. Nicht die Kästchen umtauschen, ganz wichtig, weil diese Kästchen, die hier am Deckel sind, ne? Die haben 4x4 cm und sind 2 cm hoch. Die Kästchen, die im Deckel sind, schließen ein wenig fester als die Kästchen, die auf der anderen Seite sind. Es ist ein kleiner Unterschied, es ist aber ein Unterschied. Wenn man jetzt einfach wild hier Kästchen tauscht, dann kann man schon mal sein, dass man hier einen Deckel nimmt, der dort ganz lose ist. Und dann fallen einem natürlich die kleinen tollen Sachen raus, die man da reingepackt hat. Es soll auch nicht zerstört werden, es soll einfach fein und schön ein Adventskalender sein, wo man zum Beispiel Schokokugeln reinpacken kann. Also die Größe eignet sich wunderbar für Schokokugeln. Die eignet sich aber auch genauso gut für irgendwelche Charms und Beads, zum Beispiel von, weiß nicht, Thomas Sabo, Pandora oder ähnlichem Kram. Oder auch für Glasperlen oder auch für kleine Zettelbotschaften, kleine Liebesbotschaften oder ähnliches. Also was man da reintut, was auch immer in 4x4 mit 2 cm Höhe reinpasst. Ne? So, also hier ist jedes Kästchen unterschiedlich von der Farbzusammenstellung. Und ja, ich habe wunderschönes Notenpapier gefunden und hier direkt verarbeitet.
teilweise dann wirklich auf den Deckel geklebt. Ich wollte zuerst so ein Kästchen machen mit dem Notenpapier. Aber dieses schöne alte Notenpapier, ihr seht es wahrscheinlich hier am Rand. Na, komm schon, das bricht. Das ist so ein schönes altes Papier. Das ist so Knickaktion und mehrfach Auf- und Zuaktion nicht überlebt. Dementsprechend habe ich es einfach als Deko-Element eingesetzt. Und auch hier findet ihr wieder das Gilding Wax. Ich habe noch ganz viel Farbe an den Fingern. Sehr schön. Ja, Gilding Wax. Dann haben wir hier ein bisschen Faden mit, ja, mit flüssiger Perle hier, ne? Liquid Pearls. Schon klar. Ja, und so ist dieser Adventskalender ganz bunt gemischt mit den Kästchen. Das heißt, also hier findet man es nicht schön in der Reihenfolge. Wer das haben möchte, muss ich leider einen anderen aussuchen. Hier haben wir wieder Tags, die hinten leer sind. Das heißt, man kann sie losbinden. Das ist eine ganz einfache Schleife. Und man kann da was draufschreiben. Also man muss sich jetzt nicht die Finger verrenken. So, hier haben wir wieder dieses Juteband einge arbeitet. Ich habe es nicht komplett aufgeklebt. Das heißt, ich habe nur, na, kann man das hier sehen, nur die Ränder aufgeklebt. In der Mitte ist es quasi hohl. Das heißt, man kann die Ösen hier, also die Biegeringe, hier kann man es ein bisschen sehen, die Biegeringe durchschieben und dann zubiegen. Das heißt, ich habe hier 5 Biegeringe verteilt und dann jeweils die, ja, die Tags hier quasi dran gebamselt. So, wenn man das jetzt hier mal umdreht, fällt nichts raus, fällt nichts ab und trotzdem diese Seite leichter zuzumachen oder auch zu öffnen als die. Na, man schlägt ja das Buch im Endeffekt so auf. Genau, wenn demjenigen, der das übernimmt, diese Tags nicht gefallen oder möchte was anderes reinhängen oder was weiß ich, girlanden, Weihnachtsbaumkugeln, was auch immer, kann er die natürlich losbinden und mit diesen Biegeringen dann etwas anderes da reinhängen. Überhaupt kein Problem. So, wir haben jetzt hier so eine Dicke von ja, ein bisschen mehr als 4 cm sind es, also 4, 5. Das Buch hätte auch noch ein bisschen mehr hergegeben. Nur man möchte es ja auch nicht übertreiben. Ne? Es soll ja ein kleiner, feiner, süßer Junk Journal Adventskalender sein. Vielleicht als Inspiration für euch. Ich wette, ich werde noch den einen oder anderen von dieser Art herstellen. Garantiert nicht den gleichen, nur das Material, das habe ich genau einmal gehabt. Auch diese schöne Schrift hier mit den ganzen verschiedenen Sachen ist von meinem Lieblingsschokoladenladen eine Weihnachtskarte gewesen, die ich dort ja quasi umgewidmet habe, sagen wir es mal so. Ich glaube, das ist eine schöne Art der Umwidmung. Ja, ich werde ihn ohne Schokolade verkaufen, ganz klarer Fall. Diese Schokolade ist nämlich schon Geschichte. Basteln und Schokolade passt, finde ich, sehr gut zusammen. Ja, und aus dem Schokoladenkram etwas basteln passt noch viel besser zusammen. So, das ist einmal, ja, das, was ich aus der Idee von Miss Daisy gemacht habe. Individuell, ein absolutes Einzelstück. Dieses Ding gibt es kein zweites Mal, weil ich diese Materialien, jedenfalls den größten Teil davon, genau einmal hatte und genau einmal hier eingesetzt habe. Super cool, es hat mega Spaß gemacht. Also vielen herzlichen Dank für die Inspiration. Großartig. Auch, ich muss jetzt mal zugeben, wir haben jetzt gerade Mai. Also im Mai einen Adventskalender zu basteln, ist schon echt skurril. Egal, Spaß gehabt habe ich. Inspirationen habe ich mir geholt. Und ich werde sowas wieder tun. Also Wiederholungstäter. Ich wünsche euch eine zauberhafte Bastelzeit. Habt viel Spaß bei euren Projekten. Ich freue mich auf jedes Like von euch. Ich freue mich noch mehr über Kommentare und ja, lasst uns in den Austausch gehen. Bis demnächst in diesem Kino.